Hallo liebe Seriasten, wir sind's, die Lästerschwestern. Das ist meine Schwester Sonja. Und das ist meine Schwester Mel. Wir reden heute über eine ganz brandneue US-Comedy-Serie, die jetzt gerade erst im September in den USA gestartet ist. Ja, im Serienherbst sozusagen. Genau. Das ist ja ganz typisch dort in den USA. Ja, und ich finde eine der netteren beziehungsweise also mal ein bisschen was Originelleres. Genau, die Serie heißt New Girl, neues Mädchen, ne, für alle nicht englischsprachigen Menschen unter uns. Ja. Und startet jetzt auf ProSieben, das heißt, ihr müsst gar nicht so lange warten, geht ja bis los. Ihr die Serie gucken könnt, denn am 5. zeigt ProSieben eine kleine Preview und dann geht es am 11. Januar los. Genau. Ja. Worum geht's? Wir mögen die Serie übrigens beide, aber ja, gut, das soll uns, Kleinigkeiten. Das soll uns nicht abhalten zu lästern. Richtig, ja, lästern kann man ja immer. Da gibt es einiges, über das man lästern könnte. Also theoretisch in kurz erzählt. Ja, um was geht's? Jess, so heißt das New Girl, das neue Mädchen. Und zwar trennt sie sich von ihrem Freund, weil er sie ihn im Flagranti beim Fremdgehen erwischt. Und sie sucht halt eine neue Bleibe und zieht bei einer Drei-Männer-WG ein. Mit Winston, Nick und Schmidt. Genau, also drei recht lustige Männer, um das mal so zu sagen. Teilweise sehr ein bisschen skurril, sehr unterschiedlich. Teilweise, gut, ich meine, alle haben auf ihre eigene Art und Weise eine Schraube locker, aber das hat Jess ja auch. Und zwar ganz schön. Absolut, und da fangen wir schon mal an. Ist völlig... Es ist natürlich total lustig, ja, aber... Ich finde, das, was manchmal lustig ist, geht auch ins Augenrollen über. Also ein bisschen Fremdschämen muss man sich schon teilweise für sie. Sie ist halt so ein ganz lebenslustiger, fröhlicher Mensch und sie redet so frei von der Leber weg und alles, was ihr so in den Kopf kommt, ohne großartig darüber nachzudenken. Sie ist eine Lehrerin, hat eigentlich mit Grundschulkindern zu tun und verhält sich im ganzen Leben eigentlich so auch. Und singt Lehrer. Ständig. New Girl, die ganze Zeit am Singen. Und würde euch das nicht auch manchmal nerven? Ja, ihre Mitbewohner sind dann auch teilweise sehr genervt. Ja. Und aber schon auch, also hat natürlich dann auch ihre netten Seiten und kommt, ja, letztendlich kommen sie zusammen und mögen sich gegenseitig. Aber teilweise ein bisschen skurril, natürlich ein bisschen crazy und wahrscheinlich ist das der Grund, warum sie relativ gut funktioniert. Ja. Und, also sie ist wahnsinnig erfrischend und man lacht wirklich. Und falls, also wenn sie jetzt demnächst startet, vielleicht kommt euch ja die Hauptdarstellerin Jess bekannt vor. Das ist die Zooey Deschanel. Zooey. Zooey Deschanel. Falls euch der Nachname bekannt vorkommt, in der Tat, sie ist die kleine Schwester von Emily Deschanel von Bones. Die und, auch ein bisschen schräge Rolle spielt. Ja, es stimmt. Ja. Ist ja auch, sie ist ja auch. Also die Zooey Deschanel, genau, die kann auch singen. Also das ist jetzt nicht so, als ob wenn sie singt. Ich glaube, singt sie nicht sogar das Titellied. Die hat auch, glaube ich, eine Band. Also das ist so, die ist schon bekannt dafür, dass sie singt. Nichtsdestotrotz nervt es manchmal. Also es ist die Grenze zwischen das... dass es gut ist und nervt. Also es gibt Folgen, die sind sehr lustig und dann gibt es Folgen, wo ich mir denke, okay. Aber ich musste schon ein paar Mal schallend laut lachen. Ist schon teilweise sehr lustige Szenen. Und jetzt nicht nur mit ihr, sondern auch mit den anderen dreien. Und dann sie hat irgendwie eine Modelfreundin, die natürlich da auch ein bisschen schräg ist. Also die sind ja alle da etwas schräg. Ja, und natürlich gibt es auch einen der Jungs, wo man denkt, oh, da könnte mal was draus werden. Das muss natürlich immer, natürlich immer das Rachel und Ross-Prinzip noch dahinter stecken. Und das ist auch ein bisschen zwischen ihr und Nick. Also da denke ich, da werden alle Fans drauf warten, dass da irgendwann mal was passiert. Ja, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen eine gelungene neue Comedy-Serie, so Sitcom-mäßig, wobei ohne Lacher. Also es ist jetzt eine der moderneren Sachen, weil viel mit Flashbacks gedreht wird und viel mit Szenenwechsel. Und aber wirklich, also ich finde, eigentlich oft mehr als nett, finde ich. Also es ist wirklich, wir gucken es gerne, wir lachen auch gerne, aber trotzdem. Also ich habe lange nicht mehr über so eine Comedy-Serie so schallend gelacht, muss ich ehrlich sagen. Aber wie gesagt, ich finde, ich bin oft auch genervt. Also es ist die Grenze zwischen etwas gut finden und dann doch mal lachen und genervt sein, ich finde dies. Also, wie gesagt, ich glaube eher so die Sache, dieses gewollte Fremdschämen, was letztendlich die Produzenten wahrscheinlich auch beabsichtigt haben, dass man sich dann schon teilweise für sie fremdschämt. Ja. Und ich finde es gut gelungen. Es ist nichts unter der Gürtellinie großartig und kein Ekelhumor. Also, es ist wirklich immer noch so, dass man echt schön drüber lachen kann. Auf jeden Fall fürs neue Jahr eine wunderbare Einstimmung. Insofern kann man mit New Girl überhaupt nichts falsch machen. Muss man halt gucken, ob sie es auch ordentlich übersetzen und es auch immer noch komisch ist. Ja, das ist natürlich eine andere Frage. Ja, da bin ich wirklich. Aber
wie gesagt, also ich meine, die Jungs finde ich nicht so nervig, ich finde sie halt manchmal ein bisschen. Naja, der Schmidt ist schon manchmal etwas so. Ja, aber der Schmidt ist, den werden Serienfans halt auch von Veronica Mars kennen und vielleicht sogar von der einen oder anderen. Veronica Mars. Ach, ja, der Deputy, genau. Oder vielleicht auch sogar von Friends, da hat er eine kleine Rolle gespielt, so als Rachels Kollege. Echt? Ja, da hatte sie da kurz einen kleinen Crush, glaube ich. Stimmt, aber stimmt, bei Ronnie Mars fällt es mir jetzt wieder an, ja. Aber der ist so halt so ein bisschen der Schönling, der dann auch manchmal ein bisschen overweibig ist, ja. Total leicht homogen, Touch Matura. Homogen. Leicht homogen. Leicht homogen. Aber ja, das ist auf jeden Fall die Serie, die wir euch fürs frohe neue Jahr haben wir noch gar nicht gewünscht. Oh, ups. Also, das können wir jetzt gleich zum Schluss machen. Frohes neues Jahr! Happy New Year! Yeah, schaut euch New Girl an. Genau. Von meiner Seite 2 Daumen hoch. Wenn das so weiterläuft, werde ich es mir auch weiterhin angucken. Wie gesagt, und ansonsten lästert ihr mit uns mit, genau. Wenn ihr auch ein bisschen genervt von Jess ab und zu man seid. Kann ja sogar von seiner Lieblingslästern, alle Schwestern, man kann seine Lieblingsserien ablästern, oder? Das hält alles, nie jemand davon alles ab. Geht. Kritisch sich etwas anzugucken und ja. Aber wir haben keine Zeit mehr, unsere Zeit ist schon wieder vorbei. So schnell wieder vorbei. Es war schön, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns nächsten Monat wieder. Bis dann. Im Februar. Auf Wiedersehen. Tschüss.